Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute mal das Team mit den skurrilsten Spielernamen in FIFA 16. Wir werden ja des Öfteren mal kritisiert, dass wir Spielernamen falsch aussprechen, aber diese Spielernamen sind einfach nur unfassbar. Wir haben heute zwei Challenges am Start und ich weiß nicht, welche davon schwieriger ist. Erstens, wir müssen jetzt gleich mal alle Namen von den Spielern vorlesen und die zweite Challenge ist es, mit diesem Drecksteam, sorry, dass ich so nenne, ein Spiel zu gewinnen. Wir haben dann fucking Innenverteidiger im Tor, haben 42 Chemie, haben hier Bronze- und Silberspieler. Dieses Team sieht unfassbar schlecht aus und damit zu gewinnen wird echt extrem schwierig. Aber wir versuchen erstmal die erste Challenge, nämlich die ganzen Spielernamen richtig auszusprechen. Ich denke nicht mal, ihr schafft es, jeden dieser Spielernamen korrekt auszusprechen, denn diese Namen sind unfassbar. Dann beginnen wir direkt mit dem ersten. Hier haben wir im Tor, ja, Konstantinos Triantafylopoulos. Ich glaube, der Name geht noch einigermaßen. Als Grieche kann man das bestimmt ganz gut aussprechen. Aber ich glaube, wir haben noch den einen oder anderen schlimmeren Namen. Also Konstantinos Triantafylopoulos im Tor. Weiter geht es mit dem Linksverteidiger Vytautas Andriuskevicius. Dann geht es weiter in der Innenverteidigung mit Timote Kolodziejczak. Ja, ich glaube, der Name ist gar nicht mal so unfassbar schwer. Dann haben wir hier Aidur Aron Sigur Björnsen, Zamaldin Kotschaniyasov. Okay. Im Mittelfeld haben wir Stefan Raheriha. Was zur Hölle? Stefan Raheriha Rimanana. Ach du heilige Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Der Kerl kann doch nicht im Real Life wirklich so heißen. Raheriha Rimanana. Dann geht's weiter mit Albert Rafetranjaina. Okay. Im Mittelfeld haben wir dann noch Lazaros Christodoulopoulos. Alles klar. Im Sturm haben wir dann den guten Reza Goranecat oder so. Ach du Scheiße, Rechtsverteidiger, rechter Flügel Billy Ketkeo vom Fone und links außen haben wir dann zum Abschluss noch Lalaina Nomenjana Harry. Nomenjana Harry oder so. Auf jeden Fall eine richtig geile Mannschaft. Mein Favorit ist definitiv Stefan Raheri Harimanana. Schreibt uns gerne auch mal euren Lieblingsspieler aus diesem Team in die Kommentare. Schafft ihr es, alle Namen hintereinander korrekt auszusprechen? Ich denke nicht. Wer weiß, vielleicht haben wir ein paar Sprachtalente unter unseren Abonnenten. Ich würde sagen, wir springen rein in das unfassbar schwere Spiel mit diesem Team. Alles klar, wir haben einen Gegner gefunden. Ich bin extrem gespannt, was er für ein Team hat. Alles klar, 38 Chemie, sogar weniger als wir. Und dadurch ist es vielleicht möglich zu gewinnen, allerdings haben wir immer noch einen Innenverteidiger im Tor. Er hat wenigstens einen Torhüter. Es wird immer noch sowas von schwer, ich bin mega gespannt, wie die sich spielen lassen. So, wir schicken außen Nomenjana Hari, alles klar, zieh nochmal zurück, nochmal der Fake-Shot, macht er gut. Und jetzt suchen wir in der Mitte Raffarini Raminana. Okay, Ball kurz auf Nomenjana Hari. Nomenjana Hari mit der Flanke und da steht doch, wer stand denn da? Ich konnte den Namen gerade nicht erkennen und hätte es wahrscheinlich eh nicht lesen können. Das war schon mal eine richtig gute Chance. Oh, wir schicken, keine Ahnung, wen in den Lauf und er wird von den Beinen geholt. Damit bekommen wir einen Elfmeter zugesprochen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und dann schauen wir mal, wer hier ganz gut schießen kann. Oh, der Christo Dulopoulos kann richtig gut schießen, aber ich würde sagen, wir lassen das Ganze unseren Raheri Harimanana machen. Unser Mann, komm schon. Links oben Raheri Harimanana mit dem 1:0. So kennen wir unseren Nummer 7 Spieler. Richtig guter Mann. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. 1:0. Oh, schön. Auf Ketkeo vom Fone, der mit dem schönen Ball rüber auf Rami Ramrana oder so, oder wer war es denn jetzt? Würde mich jetzt mal noch kurz interessieren, es war Nomenjana Hari, alles klar, 2:0, sehr schön. So, Raheri Hari Ramanana mit dem Ball nach außen auf Ketkeo vom Fone, der mit der Flanke. In der Mitte stand Gochen Nahaya oder so, aber der hat den Ball leider nicht unter Kontrolle gebracht. So, jetzt Raheri Hari Manana nach außen auf Nomjana Hari
und dann nochmal nach hinten. Wieder die Flanke, die kommt extrem gut, richtig gut. Leider im Abseits, aber die kam echt perfekt auf den Kopf. Richtig schade. Und dann hier so ein unfassbarer Fehler des Gegners und wir verkacken es vollkommen. Und der Gegner möchte uns anscheinend echt unbedingt ein paar Geschenke machen. Wieder die Flanke in die Mitte an dem Pfosten. Nachschuss wieder nicht geklappt. Traumpass des Gegners in die Lücke auf Rawls oder wie auch immer. Und wenn er mal draufzieht, dann hat er das Tor halt. Weil wir haben keinen Torhüter im Tor, sondern einen fucking Innenverteidiger. Nur noch 2:1. Erste richtige Chance für den Gegner. Und da ist es dann. Komm schon, Rafetranaini. Der auf Raher bla bla bla. Komm schon, ich lasse es jetzt einfach mal. Komm, jetzt schießen drauf, Junge. So, jetzt über außen nach hinten gelegt. Auf unseren Mann. Zieh ab, Junge. Richtig schöne Chance. Komm schon, Cat Keum von vorne. Ich weiß, dass du was kannst. Macht er richtig gut mit seinen Übersteigern. Hat allerdings nur 2-Sterne-Skills. Aber man kann auch mit 2-Sterne-Skills gut durchgehen. Zieh dann trocken ab, so kennen wir ihn. Cat Keum von vorne mit dem 3:1. Schöner Treffer. Oh oh. Jawoll, Gochan, was weiß ich wer, schnappt sich den Ball, spielt auf Cat Keum vom Fone. Richtig geiler Spieler. Also Cat Keum vom Fone und Raharamini Nani Nani Na oder so. Das sind auf jeden Fall so meine Lieblingsspieler aus dem Team. Kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr noch Coins braucht, um diese heftigen Spieler zu leisten zu können. Dann schaut mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zu unserem Sponsor FGU Tots oder was weiß ich für einen guten Rabatt. Halt den Maul. Wollt ihr mich verarschen? Was war das für ein Schuss, dass der überhaupt reingeht? Was zur Hölle? Unser Innenverteidiger im Tor ist echt eine Pflaume und der Gegner ist auch sein Wichser. Haut jetzt hier den Schuschjubel raus, obwohl er echt sowas von grottenschlecht spielt. Mit dem Gegner haben wir echt mega Glück gehabt, dass wir so eine Pflaume bekommen haben. Und damit gewinnen wir die Partie mit 4:2. Hat richtig Spaß gemacht, war richtig lustig mit diesen Spielern zu spielen. Richtig, richtig cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Also macht's gut, haut rein und ciao.